Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und ja, wir haben heute den 31. Dezember 1862, Schlacht am Stones River. Abraham Lincoln hat zum Generalangriff an allen Fronten geblasen, um einen Vorteil aus der materiellen Überlegenheit der Union zu schlagen. Der strategische Angriff auf das Zentrum in Tennessee würde vom kürzlich ernannten Kommandeur Cumberland Armee, okay, Major General William S. Rosecrans geleitet werden. Mindestens zwei unserer besten Korps sind nötig, um ihn aufzuhalten. Am 26. Dezember 1862 marschierte Rosecrans von Nashville aus los. Das ist ein Feiertag gewesen. Du hast ja den Weihnachten, den 24., den 1. und den 2. Weihnachtstag. Und die marschieren am 2. Weihnachtstag. Da bin ich zu Hause. Mach gar nichts. Mann, oh Mann. Und dann ist es kalt, es ist Winter. Bescheuert? Wir entschieden uns dafür, am Ufer des Stones River bei, oh Gott, Murfreesboro Stellung zu beziehen. Diese Stadt hat einen starken symbolischen Wert für die Südstaatler. Am 30. Dezember hat Rosecrans auf dem Schlachtfeld Stellung bezogen. Er hat bestimmt vor morgen eine unserer Flanken, also er hat vor morgen eine unserer Flanken anzugreifen. Bei Tagesanbruch am 31. Dezember frühstücken die Soldaten der Union noch, unwissend, dass wir einen Angriff auf ihre rechte Flanke vorbereiten. So, ja, wie machen wir das jetzt? Gute Frage. Ah ja, ich muss ja Truppen verschieben. Hier nehme ich die zweite Division, hier packe ich die erste hin und hier das dritte Korps. Sind die Reserven? Rechts. Hauptangriff. Ja, nee, dann machen wir so. Dann packen wir das zweite Korps, dritte Korps in die Mitte. Hier räumen wir die Flanke auf und da kommen wir dann später. Gut, weiter. So, General Rosecrans marschiert von Nashville aus los, um unsere Armee zu stellen und zu zerstören. Ja, immer her damit. Ah, da ist die symbolische Stadt wahrscheinlich. Wenn es der Union gelingen sollte, die Kleinstadt Murfreesboro einzunehmen, dann wird das unsere Sache negativ beeinflussen. Immerhin ist dies die Heimat von Hardy Murfree, kennt doch jeder, den Helden des amerikanischen Unabhängigkeitskriegs. Zudem können die Yankees tiefer gen Süden in Tennessee-Gebiet vordringen. Wir sind nicht gewillt, zuzulassen, dass sie weiter gen Süden marschieren. Obwohl das Gelände nicht besonders vorteilhaft ist, werden wir an den Ufern des Stone Rivers Verteidigungslinien errichten. Wir gehen davon aus, dass sie unser Zentrum nicht angreifen werden, dass das Selbstmord wäre. Wir sollten hier auch keinen Angriff wagen, aber wir müssen einen Angriff wagen, wenn wir die rechte Flanke von unten angreifen und drängen wir sie quasi ins Zentrum und müssen dann mit unserem Zentrum, denke ich mal, reinmarschieren. Und zu guter Letzt, sie scheinen auf einen Angriff auf der rechten Flanke vorzubereiten. Wenn sie die Höhen westlich der Stadt einnehmen, könnten sie uns flankieren und gen Süden drängen. Unsere Kavallerie verzögert derzeit noch erfolgreich ihre Aktion. Mathilde, kannst du bitte die Vorhänge zu? Danke. Ich sehe gerade nur weiß auf meinem Monitor. Vielen Dank! Genau. Wie lieb von dir. Was machst du da? Bevor sie sich dazu entscheiden, uns anzugreifen, werden wir unsere Streitkräfte morgen früh einen fokussierten Angriff auf ihre rechte Flanke starten. Mathilde? Könntest du so lieb sein und mir noch mal was Wasser reinpacken? Wäre sonst ganz nett.
Bitte macht mal einen netten Kommentar für die Mathilde. Die ist gerade sehr nett zu mir. General Rose. Wasser. Danke. General Rosecrans hat sein Hauptquartier am Nashville Pike. Ach, ein Hügel. Aufgeschlagen. Wenn wir vorrücken und es einnehmen können, wir seine Armee umzingeln und vernichten, bevor die Yankees Verstärkung eintrifft. Ja, haha, das glaube ich mal nicht. So. Wie sieht's aus? Was ist hier? Los, komm, komm, komm. Zack, zack. General, wir sind bereit. Die rechte Flanke, danke, Mathilde, der Union. Bitte mal einen netten Kommentar für die Mathilde. Die hat mir Wasser gebracht, weil ich habe jetzt schon angefangen und wollte jetzt nicht frech nochmal aufstehen und Aufnahme unterbrechen. So, die Unionisten wirken überrascht, rücken schnell vor und drängen alle zurück in den Norden. Okay, wo sie herkommen. So, ich brauche einen Schluck Wasser. Trockene Kehle. Es wäre also ratsam, ihre Streitkräfte im Zentrum zu behalten und erst dann einzuschreiten, wenn der Feind stark genug geschwächt ist. Jo. Das heißt, Kanönchen. Also ich bewege. Ja, ich möchte aber erst die bewegen. Eine Kanone. So, ich würde sagen, wir bleiben hier alle so ein bisschen im Wald, wenn wir hier erstmal warten sollen. Wenn ich das nicht vergesse, habe ich das als erstes gemacht. So. Hier versuche ich geradewegs den Feind, ja, in den Allerwertesten zu treten. Kavallerie kommt nach außen. Munitionswagen, Law in die Mitte. So, dann würde ich sagen, hier machen wir dicke. Dass wir hier den so einen Haken rumschlagen, ist so die Idee. Mal gucken, ob das so hinhaut. Start Battle. So. Meine Idee ist, dass die Jungs. Ah, das passiert schon. Geht schon Angriff. Dahin. Ihr geht dahin. Und ihr alle Weg geradewegs, andersrum, geradewegs dahin marschieren. Kavallerie kann schon mal da zur Seite. Und da ist auch schon mal der Feind. Heinrich. Heinrich ist hier? Ach, ich bin jetzt auch im Zentrum gepackt. Ja, okay. Kanonen können noch weiter nach vorne, würde ich sagen. Ah, die wollen jetzt schon abhauen, wenn ich das richtig sehe. Kavallerie lieber hier, Kavallerie, Kanonen lieber da drauf konzentrieren. Ah, schau mal an, wer da einzelt ist. Kann ich da den jetzt schon angreifen? Ziehen sich jetzt schon zurück. Wir brauchen da Unterstützung. Zieht sich ja schon zurück, das habe ich ja gar nicht dran gedacht. Gar nicht mit gerechnet. So, ich hoffe, er schießt mit der Kanone auf ihn, dass wir ihn jetzt hier locker wegsnacken können. Sieht gut aus. Läuft. Ab in den Wald. Ab in den Wald. So. Wir brauchen hier Unterstützung. Die Kanone da läuft auch schon, das ist gut. Können wir den Supply mal frech wegnehmen? Kanonen brauchen wir jetzt da. So, die feindliche Kanone ist weg. Genau. So, jetzt müssen wir weiter weg. Und da hinten ist eine Einheit.
Da wollte kann ich komme ich nicht an den Supply ran. Erstmal zurück. Halt. So. Ich würde sagen, eine Kanone dahin, eine dahin. Das wird schon passen. So, da passiert erstmal nichts. Wir können hier vorne noch jemanden hin positionieren. Ich würde sagen, die beiden stellen sich hier in zweiter Reihe schon mal auf. Und hier Pounce, halte mal da die Position, damit wir weiter gucken können. Wir kriegen da das aufgebrannt. Kanonen würde ich schon mal weiter hier hin positionieren. Heinrich hinterher, oder wer es ist, den Jackson. So, auf die Kanone da bitte. Damit die Kanone gleich weg ist. So, ja, den will ich jetzt am liebsten zurückziehen. Der dreht sich nämlich. Müsste auch gleich laufen hier. Da aufstellen. Jetzt können wir vielleicht den Supply da holen. Nun kommt es bitte dahin. Kanonen laufen, fantastisch. So. Auf Kanone, dann ist die vielleicht weg und da kommen Truppen. Bitte erst auf die Truppen. So, reite mal weiter voraus. Vielleicht kriegen wir da den feindlichen Supply. Du rennst dahin. Weiter. 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 Rennen wir da in die Richtung. Hey, warte mal, ich bin noch gar nicht fertig. Ich wollte den Supply gerade holen. So. Unser Angriff war so heftig, dass ihre rechte Flanke zusammengebrochen ist. Drängen Sie sie weiter gen Norden und erobern Sie Wilkinson Pike. Lassen Sie ihnen keine Zeit, sich zu erholen. Ja, warte mal, bevor ich hier irgendwas mit dem Pike mache, erstmal da Truppen. Die beiden brauchen wir da hinten nicht. So, dann ist es gut, dass wir, wenn wir die quasi hier, wo mal hier hinziehen. Supply, hallo, Rödin. Der müsste auch gleich laufen. Bitte dahin. Weiter marschieren. Kanonen weiter. Ganz dahin. So, ein Supply haben wir schon mal. Gleich den nächsten. Kommen wir wieder runter. So, wir formieren das. Die kriegen ja eh Verstärkung. Da kann ich nichts dran ändern. Wenn du das übernimmst, wird gleich weg. Komm, gleich weg. So. Kanonen, Feuer. Laufen. So, ihr vier. Bitte dahin. Kanonen weiter vor. Kanonen weiter vor. Ach, guck an, da sind sie auch schon überall.
So, du stellst dich hier in zweiter Reihe auf, das wird dir ein bisschen böse werden. So, ihr drei könnt auch weiterziehen. Und die Kanonen hinterher. Weil Supply kann dahin, Supply kann dahin, Supply kann dahin, Supply kann dahin. Gut, da unten haben wir gut aufgeräumt. Jackson kann es auch schon mal weiter vor. So, hier habe ich es mir gedacht. Oh, das sind nur Kanonen. Charge. Attacke. Weiter, weiter, weiter. Brauchen wir nicht. Weiter. Weiter. Alle Mann in Formation. Boah. Alle Mann in Formation. Boah. Töten. So, Kavallerie, hol sie dir. Hol mal da die Kanonen. Sind weg. Okay. Hat sich erledigt. So, ich muss jetzt mal auf Pause machen. Das geht mir gerade hier wissend fix. So, wie machen wir wieder ein L? Kanonen können auch quasi gleich weiter. Nehmen wir einfach mal die. Mach mal so. Den vordersten drehen wir dann in die Richtung. Und hier hätte ich gerne eine geordnete Linie. Danke. So, Heinrich, da den Punkt braucht man nicht mehr spotten. Und Play. Hier, beruhigen. Halt, halt. Auf Verstärkung warten. Auf Verstärkung warten. Feuer. Kanonen. Feuer. Ah, da gibt es gerade eine doofe Salve. Sie flankiert. Was macht ihr Kanonen? Könnt ihr dann bitte ein bisschen da schießen? Spaß haben? Sie laufen weiter. Wir auch. So. Juan Hansen wurde getötet. Wahrscheinlich da. So, jetzt brauchen wir die Kanonen. Bitte da in die Mitte. Und ich brauche mal auch in die Mitte. Du kannst da angreifen. Angreifen. Weiter. So, wie sieht's denn hier aus? Bisschen doof, ne? Kavallerie, ich reite mal mit der Kavallerie vor. Nee, Wäldchen ist nicht sauber. So, seid ihr alle in einer Reihe? Ihr könnt jetzt mal ein paar Meter vorlaufen. So, hier hin. So, du, Hall. Mach Angriff. So, ihr geht jetzt ein bisschen da lang. Ihr beide geht hier lang. Und Angriff, Angriff, Angriff. Ah, ich mache jetzt hier mal hierbei dahin. Du deckst die Seite. So, Kanonen sind da quasi schachmatt. Weiter nach vorrücken, Kanonen. Wir brauchen hier eine Linie. Und die Kanonen haben sich quasi in Luft aufgelöst. Jetzt müssen wir die wieder da aus dem Wald rauskriegen. Weiter. Weiter. Oh, Kanonen, Stellung, Feuer. Formieren sich da. Das wird jetzt was. Der nächste, der tot ist. Vielleicht wird es sinnvoll sein, wenn wir sie aus dem Wald schießen.
müssen wir zentralisieren irgendwie, dass wir die wieder platt machen. Wenn wir mal einen Munitionswagen haben, wir hier noch mehr. Wir müssen bleiben, dann gehen wir darüber. Aber es funktioniert sogar ein bisschen, dass wir sie aus dem Wald schießen. Weiter vor. Weiter vor. Weiter vor. So, und die Truppen. Will ich noch da ziehen? Oder sagen wir mal auch erstmal so. An die Seite. Und ihr könnt euch quasi da schon mal positionieren. Genau, Kanonen da immer schön in die Mitte rein. Und schon wieder haben wir einen Brigadier verloren. Vielleicht erst auf die Kanone, wenn es geht. Da wir die Lücke schließen. Ah, machen sie gut. Vielleicht müssen wir die Mitte jetzt auch ausmerzen. Ich habe die Nase voll da. Zack. Lauf. Attacke. So, volle Kanonen da auf das Wäldchen. Wir haben noch 1,28. Das kommt mir jetzt rechts. Das heißt, er läuft. Er wird flankiert, er muss zurück. Ach, er läuft, scheiße. War zu spät. Hm? So, Feuer. Weiter da ins Zentrum. Muss doch mal da laufen. Ich gehe da mal in den Nahkampf. Da drängen wir sie weiter zurück. Kanonen jetzt mal auf die zweite Reihe. Okay, reicht. Halt. Wird der wahrscheinlich der Camper gleich abbauen. So, die rennen sich da weiter zurück. Wir müssen ein bisschen dranbleiben. Auch noch ein bisschen. So, die Kanonen ein bisschen weiter vor. Die Kavallerie auch ein bisschen. Halt! 1,06. So, Nahkampf. Nee.
Naja, mit den Kanonen mal ein bisschen, ein Stück weiter vor. Jügel auch gleich haben, verdammte Axt. Mal laufen. Muss nur noch er laufen, aber tut. Die nächsten laufen. 054. 0,953 Sekunden oder was? Laufen. Muss er nur noch laufen. Laufen. Haha, fantastisch. So, jetzt würde ich hier sogar mal in den Nahkampf gehen. Hinterher. Dann bin ich Kanonen noch näher ran. Hier, ran da. Ran. Nicht ganz an im Nahkampf. So, auch hier die Kanonen näher ran. Dann wird es erst richtig spaßig. Weiter vor, den ziehe ich schon mal hier hinten lang. Weil der ist ganz schön dezimiert, nicht, dass der noch läuft. Und ja. Ach, ich habe schon drauf gedrückt. Scheiße. Ich würde jetzt hier einen Break machen. Kam ja gut zurecht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächstes Mal. Abonnieren. Und einen netten Kommentar für die Mathilde schreiben, die mir nämlich hier leckeres, köstliches Wasser gebracht hat. Dann kann ich mich immer mehr reden. Ihr wisst ja, die Lunge muss geölt sein, das Sprachzentrum. Dann kann man auch immer gut labern. So, wie gesagt, einen schönen Kommentar für die Mathilde, würde mich sehr auch freuen. Und sie natürlich auch, wenn sie es liest. Und euch wünsche ich noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.